neues Projekt, Mercedes-Benz W108. Die ganz klassischen Sitze, jeder, der sich ein bisschen mit Oldtimern beschäftigt, hat die mit Sicherheit schon mal gesehen. Auch ganz markant diese Kopfstütze mit den Ohren. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Spitznamen für gibt, aber ja. Und was halt immer wieder passiert hier ist, dass es Trockenbrüche gibt. Der wurde hier schon mal bearbeitet, wurde schon mal ein bisschen repariert. Hier wurde auch schon mal was draufgeklebt, aber nichtsdestotrotz irgendwann bricht das eben auf. Auch an den Pfeifen unter Umständen. Die sehen aber noch ganz gut aus. Der Kunde möchte ganz gerne möglichst viel erhalten und dass das, was restauriert wird, das, was ausgetauscht wird, soll möglichst der Epoche entsprechen. Deshalb werden wir die Wangen am Rücken und auf der Sitzfläche, Fahrer-Beifahrersitz, austauschen gegen ein sogenanntes pflanzlich gegerbtes oder vegetabil gegerbtes Crust-Leder. Crust heißt, dass es gegerbt, vorgegerbt, nachgegerbt worden ist, aber keine Zurichtung obendrauf ist. Und man hat so bis in die Mitte der 70er Jahre, das sieht man hier ganz schön, eben kopfgefärbte Leder gemacht, also ein Leder, was nicht durchgefärbt ist, sondern es ist eben pflanzlich gegerbt, das hat diesen Farbton. Hier ist er schon etwas gereift, nennt man das, also nachgedunkelt, deshalb ist er da noch ein bisschen so, ja, Schweinchenrosa, es ist aber Rindsleder. Das wird in der Laufezeit auch dunkler werden, werden wir das austauschen, genau. Wir gehen einmal zu unserem Sattler, Heiko, der holt die Bezüge runter, werden wir ihn dabei beobachten, er wird hier das auftrennen, uns Zuschnitte zubereiten, die färben wir dann ein, dann näht er das wieder, dann näht er die ein, zieht die wieder drauf und dann machen wir die finale Restauration. Also kümmern uns hier einmal auch um die Pfeifen, dass die wieder ordentlich sind, machen einen schönen Farbübergang, walken das ein bisschen Patina, damit das alles gut zusammenpasst. Hier werden wir mal gucken, einen neuen Reißverschluss reinmachen oder den Reißverschluss einmal zunähen. An der anderen Kopfstütze ist auch noch so ein bisschen was eingerissen, das werden wir auch noch reparieren. Und ja, bis auf das Nähen, denke ich mal, ist das etwas, was jeder auch selber machen kann. Also wenn man irgendwie einen Sattler um die Ecke hat und man kriegt da irgendwie eine Zusammenarbeit hin, dann ist das auch durchaus etwas, was man nicht über einen Lederrestaurationsbetrieb ausschließlich machen muss, sondern vielleicht so eine Kombination, dass man sich selber um die Färbearbeiten kümmert und man sich nur noch einen Sattler besorgt, der einmal den Bezug runternimmt und wieder rauf. Bedenken muss man, ist ein Auto 50 Jahre plus. Es ist nicht sicher, ob dieses Fahrzeug, also ob wir den Bezug hier sauber runterkriegen oder ob wir eventuell das eine oder andere nochmal reparieren müssen. Das müssen wir dann sehen. Aber jetzt ab zu Heiko. Ja, wie versprochen oder angedroht, wieder bei Heiko. Hallöchen. Hallo. Diesmal in deinen eigenen vier Wänden und an deinen heiligen Hallen im Prinzip. Oh. Ja. Also unsere Idee ist, dass wir die Pfeifen, die werden wir restaurieren. Da sind zwar auch schon ein paar Trockenbrüche, aber wie gesagt, der Kunde möchte möglichst viel erhalten haben. Ja. Original, aber was wir eben nicht mehr erhalten können, was auch schon mal repariert worden ist, sind eben die Sitzwangen und die Rückenlehnenwangen, so nenne ich sie zumindest. Die würden wir gerne austauschen. Schwierigkeiten? Gibt es keine, oder? Doch, zuhauf. Ja, es ist einfach der Punkt, gucken, ob das Leder wirklich durchhält. Ne? Gerade in den Bereichen Seitenböden, ob die uns jetzt nicht zerreißen beim Abziehen, weil hinten doch ja einiges Vollfläche verklebt ist, auch beim Pappe rausmachen oder so. Ich versuche, so viel möglich heile zu lassen von dem, was ihr wiederverwenden wollt. Aber versprechen tue ich nichts und kann ich auch nichts. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, genau, da wollte ich drauf hinaus, deshalb habe ich das so provokant formuliert. Ja. Nein, das ist klar. Die sind 50 Jahre bzw. ein bisschen drüber sogar schon und wenn man da eine Operation dran macht, weiß man natürlich nicht, was einem erwartet oder was auf einen zukommt. Das Risiko ist immer dabei. Sollte an den Seitenböden etwas kaputt gehen oder hier etwas kaputt gehen, es ist auch vegetabil gegerbtes Leder, wir haben das dabei, dann müssen wir das eben auch austauschen. Das ist dann so, genau. Das weiß man eben nie. Genauso weiß man nicht, ob alle Schrauben sich lösen lassen, ob die abgenudelt sind, ob wir die Chrom-Kunststoff-Verkleidungen, ob man die sauber abkriegt oder ob nicht auch was oder. Es ist immer mit ein bisschen Risiko verbunden und manchmal mehr Arbeit, als man vorher erwartet hat oder geplant hat. Das gehört aber zu diesem Spiel eben auch dazu und Das weiß jeder, der schon mal einen Oldtimer restauriert hat. Na, man fängt ganz klein an
und endet höchstwahrscheinlich dann zum Schluss bei der Komplettrestauration. Das ist nun mal so. Genau. Ja. Aber wir versuchen trotzdem, oder du versuchst halt möglichst, das da so runterzukriegen. Wir werden dich ein bisschen begleiten, so im Zeitraffer mit Ausschnitten, okay, damit man mal so ein bisschen sieht, wie viel Arbeit das ist. Und genau, dann kriege ich nachher die Crustleder-Zuschnitte von dir. Die färben wir dann schon mal vor. Dann hat man einfach schönere Übergänge. Und dann gucken wir mal. Wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, weil es wird gerade ein Auto geklaut. Zumindest ist eine Sirene angegangen. Ich hoffe nicht euer. Und ja, werden wir gleich sehen. Wir gucken mal. Also ran an den Speck. Wir zerlegen das einmal. Okay. Ja, fangen wir erstmal an, alle Blenden abzunehmen, alle Schrauben zu lösen. Möglichst vorsichtig, damit die nicht kaputt gehen. Wollen wir ja wiederverwenden. Auch ich ein bisschen hier das Blech aufgebogen und dann geht es auch schon an die Nähte auftrennen, weil wir wollen ja das beschädigte Leder einmal austauschen. Also muss die Naht aufgetrennt werden, um dann später wieder genäht zu werden. Ja, ja, ein bisschen Kraft braucht man schon. Also man muss einmal ein bisschen die Federn runterdrücken, wie man gerade da gesehen hat bei Heiko und mir. Und dann geht es weiter mit Nähte auftrennen, runterziehen und ja, wie gesagt, schon Glück gehabt, dass es wirklich im guten Zustand ist. Sieht man auch, wie schön sauber das alles ist. Die Kokosmatte sieht super aus. Die Lordose war das gerade eben. Die sieht auch gut aus. Und jetzt wollen wir schon mal den groben Zuschnitt machen. Aber bevor wir den machen, gucken wir uns die Haut an. Wo sind Naturmerkmale? Wo sind Unregelmäßigkeiten, die wir gegebenenfalls nicht haben wollen? Die markieren wir mit einem Kugelschreiber in dem Fall. Oder man kann auch einen Markierstift nehmen. Und ja, an der einen oder anderen Stelle haben Heiko und ich dann diskutiert, macht man das rein, macht man das nicht rein. Von der Qualität her muss man sagen, ist die Haut, die wir hier gekauft haben, wirklich außerordentlich gut. Und gibt es gar nicht so viel zu markieren. Aber man sieht natürlich einfach alles, weil das ja, wie gesagt, ein sogenanntes Crustleder ist, also keine Zurichtung obendrauf. Und da findet man dann doch viel mehr, als wenn man schon durchgefärbtes, pigmentiertes Leder hätte. Genau. Ja, wenn wir damit durch sind, ist der nächste Schritt. Die aufgetrennten Teile auf das Leder draufzulegen und eben dann die Bereiche auszusparen, die wir markiert haben, weil wir die Naturmerkmale eben nicht reinhaben wollen. Und ihr seht, wir machen einen extrem groben Zuschnitt erstmal, um eben dann die Teile zu haben, die wir dann erstmal in der Werkstatt einfärben werden. Da ist die Rolle, ab in die Werkstatt. Ja, einmal kurz entfetten mit Lederreinigungsbenzin, das haben wir irgendwie nicht gefilmt, aber das sollte man machen. Dann Grundierung aufsprühen. Die einzelnen Zuschnitte fliegen nicht weg, weil ich vorher auf die Pappe auch Grundierung draufgesprüht habe. Und dann habe ich die heute auf die nasse Grundierung draufgelegt. Dann kleben die fest. Das ist immer ganz gut. Das ist einfacher, als irgendwie die festzukleben. Farbe haben wir schon gemischt gehabt. Einmal filtern und wenn die Grundierung drauf ist, einmal Grundierung. Einfach gewissenhaft Grundierung einmal dünn auftragen. Reicht völlig aus. Und dann kann man mit zweieinhalb Schichten oder Arbeitsgängen Lederfarbe auftragen, zwischendurch natürlich trockenföhnen. In der Lederfarbe ist kein Vernetzer drin, das wird immer mal wieder gefragt. Das ist in dem Fall nicht erforderlich, weil wir halt hier die optimale Basis haben mit dem Crustleder. Da ist eben noch keine Zurichtung, nichts drauf und dann mit der dünnen Grundierung einmal ist das perfekt. Ja, dann Abschlusslack. Diesmal ein bisschen glänzender, als wir das sonst machen bei neueren Autos. Vernetzer mit rein, 2-3%. Ich habe 3% reingemacht. 3% rein und dann auch 1,5-2 Gänge drüber. Man ist eigentlich mit unserem Topcoat opak, wenn man 1,5 Mal rübergegangen ist. Aber 2-mal schadet auch nicht. Ja, Trockenföhn und dann wieder zurück zu Heiko. Ja, und da sieht man es, einmal eingerissen, zweites Mal eingerissen, also zwei Teile haben es nicht geschafft.
Das werden wir dann nachfärben müssen, nochmal im Nachgang. Aber hier sieht man nochmal von der Rückseite, schön nochmal neuer Schaum rein. Schön nochmal mit dem Spannstoff vernäht. Und ja, wirklich ganz super Arbeit von Heiko. Habt ihr gerade ein paar Bilder gesehen bei Heiko in der Werkstatt. Schon relativ aufwendig, sollte man schon mal gemacht haben oder eben Sattler sein wie Heiko, dann bekommt man das auch hin. Also das ist halt nichts, was man selber machen kann, aber wie gesagt, die Färbearbeiten schon. Und was halt immer mal wieder passiert, also Zustand erstmal ziemlich gut, muss ich sagen. Wir waren sehr froh über den allgemeinen Zustand, dass nicht noch mehr beim Runternehmen kaputt gegangen ist, aber beim Aufziehen ist dann halt was kaputt gegangen. Und das Ergebnis ist, dass wir die Seite hier einmal nochmal neu bezogen haben, also ein neues Stück Leder eingenäht haben und auch hier unten diesen Unterboden einmal neu. Haben keine Zeit gehabt, den zwischendurch zu färben, war aber auch nicht so schlimm, weil ich ganz gerne das mal zeigen wollte, dass hier also wirklich dann so ein Crustleder drin ist. Das werden wir jetzt nochmal färben. Dann werden wir uns nochmal ein bisschen um die Pfeifen kümmern mit den Brüchen hier und wir werden das auch nochmal farblich anpassen, ein bisschen Patina reinmachen, damit das gut zueinander passt. Das kommt jetzt alles und dann gibt es noch gleich ein Schlusswort und ja, bis gleich. Ja, und auch schon wie bei den losen Zuschnitten, einmal mit Lederreinigungsbenzin entfetten. Und das sollte man ruhig ordentlich machen, gewissenhaft. Weil beim Polstern ist es doch so, dass man immer wieder mit der Hand rüber streichelt oder streift und einmal so ein bisschen klopft, damit das alles so ein bisschen hin und her passt. Auch bei der Nähmaschine fässt man das mehrmals an und da wäre ja schade, dass nur von ein bisschen Handfett da irgendwie Haftungsschwierigkeiten wären. Deshalb genau einmal ordentlich entfetten, trocknen lassen oder trocken föhnen. Ich empfehle trocknen lassen in dem Fall. Und dann geht es mit Grundierung weiter. Einmal Grundierung aufsprühen. Farbe haben wir ja schon gemischt. Die einmal filtern, das sollte man jedes Mal machen. Wird gerne mal vergessen. Und dann kann man schon loslegen. Jetzt suche ich noch mal ein bisschen was, aber ich werde es finden, denke ich. Na, Burim kommt zur Hilfe. Der Föhn. Jawohl. Na. Also einmal trocknen lassen und dann den Rest trocken föhnen, Grundierung drauf und dann hier schon einmal Farbe. Wichtig ist, dass man nicht gleich versucht, hier opak zu sprühen, also gleich eine Deckkraft zu kriegen in voller Schönheit, sondern einmal drüber nebeln, das ein bisschen vorfärben und dann die zweite Schicht dann ein bisschen satter, kann man ein bisschen satter arbeiten. Wenn man gleich versucht, satt zu arbeiten, dann hat man einfach zu viel Risiko, dass die Farbe runterläuft, dass man Tropfen kriegt oder dass sie auch krisselig wird beim Trockenföhnen nachher. Also wenn sie zu dick ist, lässt sie sich auch nicht so schön trockenföhnen. Und von daher ist es auf jeden Fall ratsam, erstmal ein bisschen dünn zu arbeiten, trockenföhnen, dann eine zweite Schicht, eventuell eine dritte Schicht und dann kann man schon zum Topcoat übergehen. Und Topcoat auftragen. Hier arbeite ich nochmal mit dem Schwamm ein bisschen nach. Da habe ich dann doch auch ein bisschen viel gesprüht. Einmal wegtupfen. Jetzt wird trocken geföhnt. Zweite Schicht Farbe drauf. Da kann man jetzt schon ein bisschen großzügiger sein oder mutiger, wie auch immer. Herr Marx macht nochmal Kontrolle. Ja, der Schritt mit dem Topcoat, den haben wir gar nicht gezeigt. Dann schon mal zusammengebaut. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Angleichen. Also alles zusammengebaut, abgeklebt, wo keine Farbe hin soll. Und dann machen wir noch mal ein Angleichen. Überall da, wo Farbe fehlt, sprühen wir noch mal ein bisschen Farbe hinterher. Wir haben vorher mit Lösemittelreiniger gereinigt. Und ja, dann Farbe, Topcoat, der ganz normale Prozess. Und nun geht es weiter, was final stattfinden soll. Wir empfehlen, nach dem Pigmentieren einen Tag zu warten, um dann die Pflege aufzutragen. Das Auto ist deutlich älter als 18, 20 Jahre, also 50 Jahre ungefähr drüber. Deshalb ganz klar die Empfehlung, Elephant zu nehmen.
Und ja, ich werde das jetzt einmal einpflegen und dann ist der allerletzte Schritt, die Sitze wieder ins Auto einzupacken, einzubauen. Und dann wird Christian hoffentlich lange viel Freude damit haben.